Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mount & Blade Warband. Wir haben letztes Mal einige Aufträge erledigt und etwas Geld verdient. Allerdings noch nicht genug Geld, um zum Beispiel einen Gefährten mitzunehmen. Und ja, das werden wir in diesem Part, denke ich mal, ändern. Indem wir weiter Geld verdienen, den einen oder anderen Auftrag erledigen und erstmal nach Hoover reiten, das gerade überfallen wird. Und mal gucken, was da so abgeht. Wie viel Geld haben wir gleich nochmal? 1177. Ach stimmt, wir hatten das Buch verkauft, dementsprechend hatten wir doch etwas Geld, aber die ganzen möglichen Weggefährten hatten dann keinen Bock mehr auf uns. Tja. Das sieht auf jeden Fall zu stark aus für uns. Oder? Ist die Frage, wo wir eigentlich hinreiten. Vielleicht sollten wir doch mal wieder eher hier Richtung Süden reiten. Ja, das wäre, denke ich, besser. Also reiten wir mal nach Sargot. Auf dem Weg dahin können wir vielleicht wieder die ein oder anderen Banditen oder sowas bekämpfen. So. Wer reitet da? Jal. Den will ich mir sehen, da auch jetzt. Ja, Alfahrenstrupp, okay. Könnte man nicht mal anquatschen. Der ist halt echt schneller als wir. Obwohl der mehr Soldaten hat. Was eigentlich auch alles Fußtruppen sind. Ja, jetzt setzen wir es mal gleich schnell. Ja, komm, ich nehme sowieso nicht. Oh, aber die Seeräuber hier, die kriegen wir. That's a nice head you have on your shoulders. Ja. Ich greife euch mal an. Schöne Infanterie-Armee immer noch. Keine Fernkämpfer, kein Kampf, gar nichts eigentlich. Okay. Mitten in der Nacht. Ist auch so eine Sache. Die wird wahrscheinlich hinter den Mühlen da sein. Die sind relativ gut ausgerüstet, die Seeräuber. Ich treffe mal wieder überhaupt nicht. Oha. Ich weiß nicht, mit allen möglichen Kram. Na, ich schätze, dass die vielleicht werden wir erst Booster haben. Auf unserer Seite. Ein bisschen reinkloppen hier. Das ist auch noch kein Booster, und das bringt mich. Weiter anfangs rein. Der tatsächlich der Typ. Der schon wieder mit. Richtiger Profi. Und gewonnen. Sehr gut. Ja, wir haben einen Rekruten, der zum Glück nur verwundet wurde. Also geht's. Und du, ja. Eine anständige, schöne neue Rüstung für uns. Eine schwere Streitaxt, auch interessant. Vielleicht sind auch interessant. Ein schöner Helm für uns. Besserer Schild für uns. Also ich würde sagen, das hat sich doch mal anständig gelohnt. Würde ich sagen, definitiv. Sehr schön, das Schwert ist auch besser als unseres. Ja, hat sich definitiv gelohnt. 200 Dinare dazu. Wunderbar. Einige unserer Truppen können befördert werden. Soldaten. Ja, können wir dazu. Ausgebildeten Nord. Fußsoldaten machen die Rekruten. Ich nehme erstmal ein paar bisschen auf Jäger, so 10 Stück. Der Rest wieder Fußsoldaten. Genau. Sehr schön. Hier sind immer noch keine neuen Bauern, die sich uns anschließen wollen. Na gut. Dann reiten wir halt zum nächsten Dorf. Versuchen da unser Glück. Da hinten wird wieder ein Dorf geplündert. Hier ein paar Bauern rum. Naja. Genießen hier die schöne Landschaft, wo wir hier so am Fluss vorbeireiten. Sehr schön.
So, hier. Wow. Ein Freiwilling. Naja, besser als nichts. Dann haben wir hier Jarl Eric. Kann schon den mal an. Eine Aufgabe für uns. Dann steuern wir wieder antreiben, vor allem eintreiben natürlich. Im Finale, da wo wir gerade waren, ja, können wir machen für ihn. Tja. Wir werden fleißig Steuern eintreiben. Ja, die Bauern wollen nicht mehr brav zahlen, die wollen kämpfen. Naja, dann kriegen sie halt auf die Mütze. Ich muss sagen, die Rüstung steht uns richtig. Richtig gut. Nicht schlecht. So ein paar Seeräuber alles dabei haben können. Das ist ganz interessant. So, da sind die Bauern, hallo hier. Erste Musik, zweite Musik, dritte Musik und der vierte. Und der fünfte ist auch gleich. Sehr gut. Ach, da wird noch einer mit Steinen auf uns. Oh. Hat unsere Gruppe sogar bewusstlos. Das ist natürlich nicht so nett. Gut, das wird mal erledigt. Dann treiben wir weiter Steuern ein. Gut. Dann. Ist ja die Frage, wo er ist. Jetzt ist von Linada, ja, schön. Müssen wir das mal wiederfinden. Das ist er schon mal nicht. Ja, er ist wahrscheinlich hier entritten. Da sollten wir auch mal hin. Da steht hier was drin. Ja, wir reiten aber mal zur Burg. Viel Rock. Wo zwar nicht ist, aber das ist ein anderer Jahr, da können wir dir ja mal fragen, ob er denn weiß, wo der Jahr der Weg ist. Oh, ganz nett hier. Ja, hier oben verstecken sie sich. Lady hier. Und ja, Remald, den wir auch noch nicht kennen, okay. Weiß er, wo Dings ist? Na, wo ist er denn? Da. Auf dem Weg nach Burg. Hier, Biggie. In der Nähe von Ambian, okay. Mehr wollten von dir nicht. Dort ist er momentan und da will er hin, okay. Also da will er hin. Gut, reiten wir auch mal zu dem Dorf und dann anschließend zu der Burg da. Das klingt doch nach einem guten Plan. Wenn das Dorf geplündert wurde. Reiten wir nachts wieder in einen unglaublichen Tempo zum Dorf. Ich werde mal noch zuvor mir mal die Tasten bekommen, zu besorgen zum schnellen Vorsprung sozusagen. Aber gut. So, jetzt sind wir auch gleich da. Freiwillige. Oh, immerhin drei Mann. Das sind eigentlich unsere Vorräte. Joa. Eigentlich noch ganz solide. Gut, dann reiten wir weiter zur Burg. Was tatsächlich mal nicht schlecht wäre, wären etwas Kaffee unserer Armee. Was haben wir denn da? Deserteure. Ausgebildete Nordfußsoldaten, 12 Mann. Ich will mal angreifen. Sind sie vielleicht schneller als wir? Und hier ist auf jeden Fall wieder nicht der Jahr, den wir wollen. Beziehungsweise den wir suchen, aber dann können wir halt den fragen. Sieht auch nicht schlecht aus.
Wer weiß, wo wir sind. Ja, Turik, oder? Ja, das war nicht. Ich wollte was fragen. Wo ist ja der weg? Ja, das muss in der Nähe von hier aus sein. Naja, habe ich auch gerade für uns. Seltener, ja, für den anstehenden Feldzug, ja, machen wir gerne mit. Vorher suchen wir noch den anderen, der hier irgendwo unterwegs sein sollte, retten wir mal wieder. Wenn wir mal nach Helbiki. Freiwillige, 4 Mann, fahren wir hin. Und da haben wir ein paar Bauern rum. Halt mal wieder zurück zur Burg. Quatschen den Typen mal nochmal an. So sind wir schon wieder. Nee, wir wollen niemanden aufsperren, nehmen wir noch was anderes. Nein, schade. Auf der Krieg. Das Königreich, welche? Schließen wir den Frieden, schließen wir den. Sich die Gelegenheit dazu geben würde. Er ist auf dem Weg nach Verschade im Moment. Ne, von Sargon, oh Mann. Wer hat schon der. Ja, der Weg der. Flüchtet regelrecht vor uns. Müssen wir wieder komplett zurückreiten. Quasi. Hier eine halbe Welttournee. Na gut, aber nach Sargot zu reiten ist keine schlechte Idee. Können wir uns vielleicht nochmal nach dem Gefährten umsehen. Eigentlich ist an Ausrüstung. Verkaufen ein bisschen, bevor wir ankaufen. Also, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Vorher können wir noch einen Abstecher zu den Dorf da machen. Hm. Queen, oder wie immer man das auch aussprechen möge. Ein Freiwilligen. Das ist nicht der Saal, den wir suchen. Entsprechend reiten wir mal weiter. Das war nicht der Saal, den wir suchen, aber wir können wir nicht entgehen. Ein Wachmann. Er und seine Fischerei für 235 Dinare. Na komm, nehmen wir mal mit. Warum eigentlich nicht? Sonst ist hier kein Mensch. Schade eigentlich. Wo ist unser Zentral? Können wir es hier mal verballern? Und das und das und das. Das auch. Lassen wir mal ein bisschen als Ausrüstung für unseren zukünftigen ersten Gefährten. So, Warenhändler. Was hat er denn hier so? Brot hat er. Ja. Dann ist ein Brathähnchen noch. Dann sollte das reichen. War teuer genug. Gehen wir mal zur Burg. Den haben wir hier, aber die Perlte, alles klar. Fürs Cluster auf Luzer. Das reicht mir die Drink von Rodot. Naja, schön. Was hat der Seraniden? Die rechtmäßige Königin, ah ja. Wir hat schon hier in Sargot der Treffpunkt der ganzen selbsternannten rechtmäßigen Herrscher, das ist ja ganz toll, aber ohne uns. Wir haben besser was zu tun. So, jetzt reiten wir mal zur Burg Tilord und hoffen, dass er da ist, um unsere Aufgabe nicht noch abzuschließen in diesem Part. Er ist auf jeden Fall nicht da.
oder für so ein anderer Charlie, den wir mal fragen können. Tatsache ist. Ich muss echt sagen, wir sehen nicht schlecht aus. Zurückgemalt, das sind wir mal wieder. Eine Aufgabe für uns. Nein. Gut, dann sollen wir uns mal sagen, wo Fulin immer noch erweg ist. Auf dem Weg nach Verchek. Nur mit der Nähe von Verchek. Naja. Auf dem Weg nach. Ja, er ist da und wir nach da. Ich merke schon, wir machen hier wirklich eine halbe Weltreise. Um den Typen zu verfolgen. Und er hat irgendwo gekämpft. Oh. Der König. Kampf der Könige, würde ich sagen. Unser König Ragnar gegen den Typen von Lady Irby Typen. Das nicht einmischen, das ist schade. Hätten wir eigentlich ganz lustig mitkämpfen können. Aber dann halt nicht. Scheint da unser König aber eindeutig zu verlieren. So, sie führen sich jetzt den nächsten Kampf auf der Brücke. Da scheinen unsere Leute aber immer gewonnen zu haben. Kämpfen wir jetzt weiter und relativ eng. Naja. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so gut ist, aber okay. Ich habe hier überfallen. Los, Jungs, reiten wir ein bisschen schneller. Ja, wir sollten bezahlen, okay. Hier ist zufälligerweise auch der Jahr mit drin, und den wir suchen. Nicht so aus, aber ich werde trotzdem mal versuchen, damit zu kämpfen. Ja, ja, egal. Ja, haben wir doch. Ach, die ganzen Jahre hinreiten. Wir halten die einfach mal auf. Gut, wir haben anscheinend Kohle bekommen. Keine Aufgabe für uns. So, können wir hier mitkämpfen. Wir sind ja als Trupp. Ja, da wollen wir auch noch hier einmischen. Das ist immer noch schade. Ja, ist okay. Gut, aber wir haben die Aufgabe erfüllt mit einem recht gut gefüllten Inventar. Eine immer größere werdende Schar von Soldaten. Würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und wir sehen uns aber nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.